Gibt es neben einem Bürgergarten nicht wichtigere Dinge, die die Bürger mit Recht von einem Stadtoberhaupt verlangen? Stichworte Verkehrskonzept, Tourismuskonzept, ein Leitbild, an dem schon lange gearbeitet wird, oder die gar nicht rosige Finanzlage. Die angesprochenen Themen, das sind einfach wirklich, das sind die Hausaufgaben, die muss man machen. Ich denke, zuallererst ein Bürgermeister muss natürlich über Wahlperioden hinausdenken. Und deshalb haben wir gemeinsam mit den Weidhofnerinnen und Weidhofnern ein Leitbild erarbeitet für die Stadterneuerung, das eine Vision bis 2030 enthält, wo ganz klare Ziele drinnen sind. Dieses, ja, zur Umsetzung. Aber klar ist, muss einmal sein, dass man diese Ziele überhaupt einmal zu Papier bringt und formuliert. Und wir haben das nicht vom Schreibtisch aus getan, sondern wir haben das mit der Bevölkerung gemeinsam getan. Und der Gemeinderat hat es letztendlich einstimmig beschlossen. Das heißt, das ist einmal die Basis. Was ist da schon sichtbar? Davon ist natürlich sichtbar, wir haben drinnen drei Faktoren, wo wir wachsen wollen. Das ist Wohnen, das ist Arbeiten und das sind Gäste aus Handel und Tourismus. Nun, im Wohnbereich geht es einmal ganz klar darum, dass wir ein Angebot brauchen. Wenn Sie jetzt gerade wieder die Medien aufmerksam verfolgen, überall rundherum Aufschließung neuer Baugründe. Da müssen wir in Weidhofen ebenfalls ein Angebot haben, denn eines ist ganz klar, ohne Wachstum bei den Einwohnerzahlen wird es eine Verschlechterung der Lebensqualität geben.